ich erzähle von meinem WM-Moment 2018 in Prag. Es hat alles damit angefangen, mit bei der Schule gehockt, habe gerade einen Test geschrieben. Ja, dort hatte ich mein Handy natürlich auf Flugmodus. Dann nach dem Test habe ich auf mein Handy geschaut wieder. Und dann habe ich irgendwie drei Anrufe in Abwesenheit von meinem Teamchef, der Schweizer Nazi. Und ja, dann habe ich natürlich zurückgeläutet und hatte schon ein bisschen eine Vorahnung gehabt, warum es mir angeläutet hat. Und ja, es war dann wirklich der Fall gewesen, dass er mir gesagt hat, dass sich auch einer verletzt hat und ich dürfte nachher nominiert werden. Und ja, schlussendlich ist es dann so weit gekommen und ich konnte auf die Anreise. Er hat mir nachher gesagt, ja, er läutet mir dann am Samstagmorgen nochmal an. Und dann habe ich gewartet und es ist um 9:30 Uhr, so weit ich mich mal erinnere, am Morgen gewesen. Und dann hat er mir gesagt, ja, um 1:30 Uhr fliegt der Flieger von Zürich. Und ja, dann habe ich dann alles schnell müssen packen und das Zeug genommen und der Kollege hat mich dann am Flughafen gefahren. Und nachher, ja, ein paar Stunden später bin ich dann schon in Prag im Teamhotel gestanden und habe dann alle begrüßt. Und bin eigentlich recht gut aufgenommen worden. Also, das war kein Problem. Und ja, so hat dann auch alles angefangen. Ja. Ich bin dann plötzlich an der WM gewesen. Am Anfang war es sicher schwierig, ich auch nicht so richtig gewusst, wie ich umgehen soll mit dem Team. Weil ja, das WM-Kader ist ja eigentlich schon gestanden. Und dann kommt da plötzlich noch so einen kleinen Solotourner einfach noch schnell ins Team. Und ja, es ist. Aber wie gesagt, es war echt kein Problem. Und ja, klar, der Engel hat mir natürlich auch leid. Also, das wünscht man auch keinem Spieler kurz vor der WM, dass er sich gerade verletzt. Ja, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich jetzt noch einer verletzt. Ja, mein erstes WM-Spiel hat natürlich ja, sehr, sehr gut gelungen. Das ist so, ja. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass ich eben sehr gut bin aufgenommen worden vom Team. Das hat mir viel einfacher gemacht, auch auf dem Feld. Ich konnte gerade mit einem grossen Selbstvertrauen auftreten. Und ja, ich meine, ich habe mit dem Matthias Hofbauer in der gleichen Linie gespielt. Und das ist auch etwas in der Zeit. Ich weiss nicht, wie viel die WM war. Und ja, das hat es mir natürlich auch noch viel einfacher gemacht. Oder? Mit so viel Erfahrung. Und nachher auch, sicher auch froh, hat mir den Trainerstaff das Vertrauen gegeben. Und ja, am Anfang hätte ich zwar nicht damit gerechnet, dass ich am nächsten Tag schon in Startaufstellung stehen. Aber es war nicht der Fall und ich war dann auch völlig bereit für das. Ich habe mich auch recht gut gefühlt. Und ja, das ist glaube ich auch der Grund, warum es nicht so gut ist rausgekommen. Dass es gerade so gut ist rausgekommen, ja, das hätte natürlich niemand erwarten können. Das habe ich selber nicht erwartet. So. Aber ja, macht alles natürlich noch umso schöner, ja, definitiv.